Yo, hey Leute, herzlich willkommen bei der 30. Folge von Elex. Ja, wir haben jetzt hier auch ein paar größere Aufgaben gekriegt, und zwar die Bergungsarbeiten. Defektes Triebwerk gehört dazu, und das würde uns scheinbar, ja, rauf nach Ignadon führen. Das heißt, das ist so eine typische Quest, die wir erst später machen können. Hingegen. Ja, hingegen die andere Aufgabe können wir natürlich immer noch machen. Also. Zum Beispiel der fehlende Mann. Das ist in der Nähe von der Kuppelstadt. Da müssen wir uns jetzt auch hinbewegen. Ist im Prinzip genau dort und das andere wäre genau dort. Also ja, da müssen wir sowieso hin in die Richtung. Das bedeutet, da gehen wir jetzt auch mal vorbei. Und dazu gehen wir ja erstmal runter. Und dann gehen wir weiter in die Richtung. Diesmal vielleicht etwas schneller, damit wir in der Folge ein bisschen mehr schaffen. Ja, so ein Skeks können wir auch mitnehmen. Halt, das sind zwei. Vielleicht können wir davon nur einen ranholen. Ah, nee, die kommen beide. Ja, wenn sie beide kommen, dann haben wir natürlich keine Chance. Deswegen lassen wir die jetzt einfach großzügig unbeobachtet. Meistens ist ja auch leider das Problem, dass du, ja, dass die meisten Mobs von denen halt auch schießen können zum Beispiel. Und dann kann ich halt nicht mit Bogen gegen die ankämpfen, weil die mich dann irgendwie mit was vollspucken. Oh. Ja, herzlichen Glückwunsch, Banditen, einfach so, mitten in der Prärie. Der hat eine heftige Waffe.
Mann, Junge, schlag mich doch einfach tot, wirklich. Ist ja nicht mal so, als wären die Banditen jetzt. Also, ich meine, ja, der eine mit seinem Raketenwerfer, aber der jetzt hier hochgerannt kam, hättest du easy machen können. Gut, der eine ist zu krass für uns. Könnte man sich jetzt Granaten kaufen, sich oben auf den Berg drauf stellen, 30 Granaten runterwerfen? Was hat denn jetzt so viel Damage gemacht? Mann, das war doch jetzt gerade wirklich perfekt gedingst. Eigentlich. Der eine hat eine heftige Waffe, meiner Meinung nach. Die anderen beiden sind eher weniger das Problem. Naja, egal, alles was man jetzt nicht tötet, tötet man später, ist ja auch nicht so schlimm. Oben ist bestimmt auch was Krasses und selbst wenn dort nichts ist, hat man dort einen sehr guten Ausblick auf alles. Darkness coming.
Warum ist denn eigentlich Dings schon nach? Also ich meine, ja, wenn du halt so einen Ansturm nicht überstehst, dann machen die halt richtig schön Damage. Ach, der Duras, der macht echt mehr Probleme, als dass er Hilfe ist manchmal. Weißt du, erst zwei, drei Runden lang teilen die sich schön auf, geht einer auf Duras, was machen sie diesmal? Beide gehen auf mich oder wollen auf mich gehen oder der andere wollte auf Duras, ich weiß es nicht. Normalerweise brauchst du bei denen nur richtig schön Herz allerliebst, weißt du, dass die beide auf mich einen Ansturm machen, das ist schon wieder verkackt. Ist doch nur wirklich nicht so schwierig, die erste Attacke von den Monstern musst du ausweichen. Was macht Duras meistens? Macht's nicht. Genau deswegen geht er jedes Mal drauf, weil das einfach am meisten Schaden macht. Ja, ich wollte schon gerade sagen, jetzt fehlt bei mir gerade das Interface. Hallihallo. Interface. Kann man das mit irgendeiner Taste ausblenden? Im Prinzip jetzt, ja. Wisst ihr, das. Erstens lässt er sich anspringen, zweitens Feuerattacke. Tot! Ich helfe dir, ja. Ich lass mich anspringen, Alter.
Mann, wenn man nicht jedes Mal am scheiß Stein hängen bleiben würde. Dann würde Duras das ja wirklich überleben. Ja, wie schon gesagt, Piranha Bytes Games waren nie leicht, aber das ist jetzt schon... Lief sehr gut, war schon zur Hälfte tot. Das Problem ist einfach, dass die zu zweit sind und dass der Duras nichts aushält. Wenn der einfach mal 5, 10 Hits von den Mobs aushalten würde. Oder wenigstens ein Schild hätte und das blocken würde. Es ist so elendig. Warum speit denn der? Weißt du, auf der einen Seite, manchmal machen sie Nahkampf und jetzt steht der dort oben. Oh, ich kann mich nicht bewegen, ich mach Fernkampf. Danke, wieder mal für nix. Och Mann, warum müssen die denn beide mich treffen? Ja, gut, letzter Versuch. Das ist doch, Mann, das ist doch scheiße auf der einen Art und Seite, Art und Weise. Können auch einfach jetzt mehr mal, was weiß ich. Schwierigkeitsgrad, leicht zum Beispiel. Gucken, was es ändert. Haben zwar Leute auch gemeckert, dass es noch zu schwer wäre. Warum kann er nicht? Weißt du, die können, das ist doch wie in jedem Scheißspiel, wie in einem Shooter. Jeder, der irgendwie auf einer Anhöhe steht, hat übelste Vorteile und du kommst einfach diesen Scheißberg nicht hoch. Ach man, Duras ist doch einfach nur scheiße, weißt du? Es ist doch nur echt nicht so schwierig.
Jetzt ist hier auch noch ein Mob. Warum ist denn da jetzt auf einmal ein Mob? War die ganze Zeit vorher nicht. Halleluja. Ach, was. Ach komm, hör mir doch auf. Das Interface war kurz wieder nicht da. Keine Ahnung warum. Entweder ich drücke irgendeine Taste. Ja, weißt du, jetzt hast du schon mal einen Beißer. Guck mal, alleine könnt ihr so schön einfach sein. Ah, ist halt, ich meine, wenn du den einen von beiden nicht genug bedrängst oder so, dann tut der andere, ist dann weiter weg und tut dann Feuerspeien und so und das macht dann halt alles so viel Damage. Flächenschaden macht das ja noch. Duraster ist jetzt eh nicht der stärkste Begleiter. Sollen die anderen stärker sein? Hat er das jetzt eigentlich bei den Einstellungen gelassen?
Naja, können wir auch wieder auf normal machen. Ja, das Angebot kann man natürlich nutzen, wenn man später wirklich mal nach Ignaton will.
So, und das scheint dann so mit einer der ersten Durchgänge zu den Alps zu sein. Oh, sorry, hab vergessen, mich wieder einzublenden. Na, passiert. Bei Dialogen, wo man auch mal überlegen muss, was man sagt und so. Oh, die Keule ist sogar besser. Ja, das ist ein Secure Tresor. Den können wir nicht hacken irgendwie. Aber rumliegen tut hier auch nichts irgendwie, ne? So, wir müssen weiter in diese Richtung.
Ja, auf der anderen Radarschüssel war ja was drauf, aber hier nicht. Okay, Beschwerdezettel. So, da oben scheint irgendwelche Alp-Technologie zu sein. Wow, ach, Minen. Ach, muss das sich immer mit allem anlegen. Vielleicht sollten wir auch einfach mal oben auf der Straße bleiben. Ah, da ist ein Alp. Oder ein Separatist.
Ring des Widerstands. So, reden wir mal mit Radok. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. Okay, das war eine sehr kleine Mini-Mission im Prinzip. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. Let me bleed. Let me. Ja, sieht ziemlich chaotisch und verlassen und dergleichen aus. Like a shadow dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. So. Gut, bei dunkel draußen, deswegen schlafe ich mal bis zum nächsten Morgen. Thank you.
So, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht schlimm war, wenn wir hier ein paar Outlaws getötet haben. Weil es ist ja jetzt eh nicht die Fraktion, der wir angehören wollen, also von daher. Ich denke, ich weiß es nicht dramatisch. Halt immer wird den Lauf der Geschichte verändern, da weißt du im Prinzip nie, was passiert. Die eine Quest abschließen wollen und die andere, bevor wir jetzt hier großartig neue Quests anfangen. Normalerweise im normalen RPG ohne Jetpack würde man das nie machen, aber hier kann man sich ja wirklich frei bewegen. Ja, und wenn man später mal noch ein bisschen mehr Ausdauer hat und so, dann kann man auch mal mehr das Ausweichen benutzen und dergleichen. Momentan ist es so, ja, Larifari halt, dass man da wenig davon hat. So, schon so eine neue Stufe. So, was brauchen wir für diese komische Keule da? Through the highways.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Just run away with my darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with my darling. We'll get real lost. We'll get real lost again.
Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Can't you see myself? Can't you see myself? If you ever need a helper, you should know that I'll be there. So, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall eine ziemlich creepy Aufgabe. Und damit würde ich mich erstmal recht herzlich von euch an der Stelle verabschieden. Yo, Facecam nicht eingeblendet. Dann macht's gut, Leute. Bis dahin, euer Zardas.